Ja, in der Verpackung war natürlich jetzt nochmal eine Verpackung. Das ist die eigentliche Verpackung von dem Hochdruckreiniger. Wie man hier sehen kann, hat der 2200 Watt, 420 Liter die Minute und das ganze Paket hier wiegt schätzungsweise ja, 10 Kilo, 15 Kilo ungefähr. Ich werde jetzt einfach mal aufmachen und dann mal gucken, was drin ist. Hier sieht man jetzt schon die einzelnen Bauteile. Ja, wie gesagt, alles relativ gut verpackt hier. Das ist zum Beispiel schon mal der Boden, Säuberer. Und hier ist dann der eigentliche Hochdruckreiniger. Ich werde das jetzt alles hier mal auspacken müssen. Das wird eine Weile dauern. Und ja, schon mal Teil zusammenstecken. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Ja, also nach ungefähr 20 Minuten später habe ich das Ganze jetzt hier aufgebaut. Beim Aufbau ist mir hier und da eine kleine Ecke eng oder aufgefallen, wo das jetzt nicht so sehr gut verarbeitet ist. Aber insgesamt ja, ist es schon eine akzeptable Verarbeitung. Vor allem, wenn man halt den Preis bedenkt. Der Schlauch ist, wie man hier sehen kann, noch relativ unflexibel. Der wird dann hier irgendwann später oben aufgeschraubt. Mit dabei ist einmal hier diese verstellbare Lanze, die in der Strahlbreite verstellt werden kann, als auch diese Lanze hier, die als ja, Rotationslanze bzw. Dreckfräse bekannt ist. Weiterhin ist auch dabei eine Waschbürste. Das heißt, das Ding dreht sich, sobald ja, Wasser drauf trifft. Das Ganze ist hier mit so einem Stecksystem verbunden. Und auch hier so eine Rotationsbürste für den Boden, auch hier mit einer Verlängerung dran. Und unten auf der Unterseite sieht man dann die zwei Düsen, die dann auch den Boden sehr gut reinigen sollen. Das angeschlossene Stromkabel ist relativ lang, also ich schätze 3 Meter oder sowas. Gut verarbeitet. Was mir jetzt die ganze Zeit noch aufgefallen ist, ist, dass die Anleitung hier auf Englisch ist und nicht wirklich gut bebildert. Aber auch ich konnte das ohne Probleme, also ich sag mal ohne Anleitung, problemlos hier aufbauen. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal anschließen. Hier vorne ist der Anschluss, wie gesagt, für den Strahler und auf der Rückseite hat man noch einen zusätzlichen Tank für Waschmittel und einen ja, normalen Wasseranschluss. Hier hat man die beiden Räder und hier natürlich noch Ablagemöglichkeiten für die verschiedenen Bürsten bzw. Düsen, die man hier so schön reinstellen kann. Und wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt einfach mal anschließen und einfach mal testen. Ja, ich habe das Ganze jetzt einfach mal angeschlossen, soweit wie es ging. Habe den Schlauch hier mit der Pistole verbunden. Der Hochdruckschlauch wird hier vorne angeschlossen. Der Frischwasserschlauch hat den Anschluss hier hinten. Strom, wie gesagt, hier von der Seite aus habe ich auch angeschlossen gehabt. Und wie man jetzt hier schon sehen kann, den Schlauch habe ich einmal von der Trommel hier abgewickelt. Und ja, wie man jetzt schon sehen kann, ist der noch so leicht gekräuselt. Das heißt, das wird sich hoffentlich mit der Zeit noch geben. Ich habe ihn eben schon mal angehabt. Im Betrieb ist der relativ laut, sag ich mal. Ich kann ihn jetzt mal hier einschalten. Hier sieht man auch schon dieses Druck-Stopp-System. Das bedeutet, wenn der gewisse Druck erreicht ist, die 120 Bar, dann stoppt der Motor automatisch. Und ja, können wir doch einfach mal hier loslegen. Was man jetzt gesehen hat, ist, dass das Wasser hier von der Zisterne kommt und noch ein bisschen Luft in der Leitung war und deswegen ja, erstmal das Wasser bis hierhin befördert werden musste. Das heißt, wenn ich den jetzt nochmal hier starte, dann sollte es auf Anhieb direkt funktionieren. Ja. Also wie gesagt, voller Druck liegt direkt abdrücken der Pistole an und ich werde jetzt einfach mal versuchen, was für Videos ich hier zustande bekomme und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Überblick zeigen, was für Zubehör dabei ist und wie es eingesetzt werden kann. Also die gesamte Leistung von dem Hochdruckreiniger hier ist zufriedenstellend. Es gibt sicher stärkere auf dem Markt, vielleicht auch leisere, aber für den Preis kann man da schon nicht so sehr meckern. Also wie gesagt, hier und da eine kleine Verarbeitungsmangel kann man eigentlich nicht sagen. Man merkt halt so ein bisschen den Grat. Was mir noch aufgefallen ist, direkt nach dem Auspacken hat meine normale Waschdüse oder hier diese Spritzwasserdüse verstellbar nicht funktioniert. Die musste ich dann noch hier erst festschrauben, weil die so schraubbar ist hier in der hintere Teil. Da hat es vorher nur rausgespritzt, wo ich dann die Düse verstellen wollte. Und also wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, einfach hinten festschrauben, das blaue Teil. Und dann kann man auch vorne wieder das... den Spritzwinkel, sage ich mal, einstellen. Ansonsten von der Handhabung her relativ einfach. Wie gesagt, einfach Schlauch anschließen, Strom dran und Feuer frei. Das Handstück liegt doch sehr gut in der Hand. Der Schlauch, wie gesagt, ist noch ein bisschen unflexibel. Ich hoffe, der wird noch ein bisschen flexibler. Aufwickeln hier muss ich nochmal schauen. Ich schätze mal, da werde ich diesen Anschluss hier nochmal abmachen müssen. Und ansonsten, ja, von der Lautstärke her, ihr habt es selbst gehört hoffentlich, er ist schon ordentlich laut, hat halt auch entsprechend den Druck dahinter und von daher kann man eigentlich nicht meckern, gerade in Anbetracht des Preises. Von daher war es das jetzt auch von meiner Seite. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Macht's gut. Tschüss.